lachst du so? Nein, nicht, alles gut, alles gut, alles gut. Komm ran hier, mein Burschi. So. Let it talk about to the match day. About. About a match day. Genau. Ja. We are back. Hi. We are back. Letzter Spieltag der Hinrunde. Spieltag Nummer 17 und damit wäre dann auch die erste Hälfte der Saison vorbei. Genau, Sandhausen, in Sandhausen. Sind momentan unten im Keller, ein Punkt vom vorletzten Platz, den St. Pauli innehat. Wird nicht einfach werden für uns. Nein, es wird ein Kampfspiel werden wie die Floskel. Ne? Genau, genau. Aber eher machbar wie letzte Woche, wo ich so ein unmutes Gefühl hatte, kannst du dich noch daran erinnern? Zum Glück hat mein Gefühl sich durchgesetzt und nicht dein Gefühl. Ja, ja, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Also, ich sag mal, es ist auf jeden Fall richtig was drin. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und Fortuna, die uns eh schon Glück beschert, gerade sehr, sehr viel, gibt uns noch ein bisschen mehr und ja, Hamburg verliert. Das wäre am besten, wäre natürlich, wenn am besten auch noch Düsseldorf auf der Strecke bleiben würde. Aber dann wären wir auf jeden Fall erstmal Herbstmeister. Herbstmeister, habt ihr gehört? Herbstmeister können wir werden. Ist doch geil, ey. Das wäre. Ich krieg schon wieder Gänsepelle. Ja, wie immer. Das wäre wirklich eine richtig geile Geschichte, wenn wir Herbstmeister werden würden. Herbstmeister. Und vor allem generell ist es ja jetzt schon, überlegt mal, die beste Saison, nee, nicht die beste Saison, die beste Hinrunde, die wir seit 95 war das, glaube ich, oder so in der zweiten Liga spielen. Also auf jeden Fall mit 32 Punkten aktuell. So gut waren wir die letzten Jahrzehnte gefühlt nicht in der, in der zweiten Bundesliga. Und eins kann ich euch versprechen. Absteigen tun wir nicht mehr. Weil die 40-Punkte-Marke werden wir erreichen. Auf jeden Fall, davon gehe ich hoffentlich aus. Ja, ja, ja. Ja, und in Social Media, ganz ehrlich, ist das, was ich schon gesagt habe, immer die ganze Zeit. Jetzt werden sie alle hochgelobt, ja. Thomas Reis, wir aber auch Sisi. Glückwunsch schon mal nachträglich zum Geburtstag, Sisi. Genau, von mir auch. War ein toller Job und haben sich mächtig entwickelt. Das ist alles Bullshit. Du weißt, was ich vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, der Sisi ist richtig. Gib ihm Zeit. Genau. Ja, das wird alles kommen. Es gibt Altlast, da muss man loswerden. Ja, und ich habe immer von vornherein gesagt, Thomas Reis, ja, er hatte noch keine Profimannschaft, aber egal, wo er trainiert hat, er war immer im oberen Drittel. Er war im oberen Drittel. Und die brauchen die Zeit. Man kann nicht sagen, jetzt kommt ein neuer und zack. Ist halt ein Prozess. Anders. Es ist ein kompletter Entwicklungsprozess. Und du kannst auch von heute auf morgen nicht dafür sorgen, dass, sage ich mal, ein Unternehmen eine neue Führungshierarchie reinbekommt oder irgendwie so. Es ist ein Prozess, der dauert. Du musst irgendwann mal den Startpunkt setzen. Das war an dem Tag, wo Christian Hochstetter rausgeschmissen wurde und Sebastian Schinzelotz installiert wurde. Ja. Und dann muss er sich ja erstens einfinden in seiner neuen Position. Und dann ist es ja auch nicht so, dass du jeden Tag die Möglichkeit hast, dich mit guten Leistungen irgendwie zu präsentieren, sondern du hast ja eigentlich immer nur in den Transferphasen die Möglichkeit, deine Qualitäten zu zeigen oder auch deine Stärken im Scouting-Bereich. Ne? Ja. Und es muss sich dann natürlich erstmal fügen und finden. Und das ist eine Sache, die geschieht nicht von heute auf morgen, sondern halt ein Prozess. Und dieser Prozess trägt aktuell Früchte. Das muss man wirklich ja so sagen. Bin ich komplett bei dir. Hier ist natürlich, sind Sie auch immer angewiesen auf die Scouting-Abteilung, auf die Berichte und wen Sie gescoutet haben, wer wäre wichtig in Verbindung mit Thomas Reis, dass er auch passt ins Gefüge, dass er... Ja, als Spieler, wir wollen ja immer, oder der Verein will ja immer Spieler haben, die mehrere Positionen gleichzeitig innehaben können. Ja, dass sie flexibel einsetzbar sind. Ja, auch das ist halt wichtig. Der Charakter muss passen. Und. Ganz das genau. Ist halt nicht so einfach. Und dann kommt schon wieder so die Plattform, wo sie jeder kennt, die auch Gerüchte streuen. Cambury, ganz ehrlich, von St. Gallen, der im Gespräch ist bei Bochum, brauchen wir nicht. Sehe ich momentan auch keinen Anlass zu. Ach, 9 Spiele, 0 Tore. Respekt. Ist eine gute Bilanz. Das kann Ganvula auch. Hat er sogar geschafft. Genau, und den brauchen wir nicht. Nein. Du musst einfach dafür sorgen, dass du halt Ganvula und Nowotny, dass die halt wieder dieses Gespür vielleicht bekommen, auch Joker-Qualitäten zu zeigen. Weil Simon Zoller ist aktuell die Nummer 1 vorne im Sturm, ganz klar, der Mittelstürmer. Definitiv. Und du musst einfach dafür sorgen, vielleicht durch die Trainingseinheiten oder was der VfL jetzt auch gemacht hat, habe ich wieder gesehen, diese kleinen Teams und dann untereinander Duelle halt ausfechten, ne? Dass du da vielleicht so ein bisschen diesen Joker-Knipser-Geist irgendwie halt wieder reinbekommst, dass die auch von der Bank, sage ich mal, dann vielleicht noch für ein Tor gut sind. Ich meine, die Qualitäten haben beide. Genau. Ganvula ist aktuell einfach in einem richtigen Tief drin. Ich meine, das gehört auch dazu. Ich meine, jeder Stürmer hat auch mal eine Phase, wo er halt nicht trifft. In der letzten Saison hat er quasi
immer eigentlich, wenn er auf dem Platz war, auch wenn er eingewechselt wurde, noch ein Tor gemacht. Genau. Das fehlt ihm halt aktuell. Ja, aber man muss mal gucken. Es sind alles drei sind komplett andere Spielertypen. Ja? Wobei ich für mich Nowotny noch vor Gandula sehe, weil er einfach auch ein Kämpfer ist wie Zoller. Er agiert proaktiv zum Ball. Er unterstützt die Defensivarbeit direkt auch schon vorne. Aber kommen wir zum Spieltag selber. Wir haben schon gerade gesagt, eingangs Sandhausen. Ich habe gerade einen Gedankenhänger. Ja, ich meine, kann ich mal gerne übernehmen. Sandhausen, es ist ein Spiel, was auf jeden Fall in der gesamten Länge ein Kampfspiel für den VfL werden wird, da Sandhausen in jedem Fall Punkte holen muss. Mhm. Offensiv natürlich haben sie ihre Schwächen, defensiv haben sie ihre Schwächen, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie aktuell stehen. Aber es ist halt gefährlich, dass du vielleicht gerade auf so einer Erfolgswelle, wenn du da drauf bist, dass du vielleicht mit einer gewissen Leichtigkeit vielleicht in so ein Spiel reingehen könntest. Ich bin davon überzeugt, dass Thomas Reis die Jungs richtig einstellt und dass er davon ausgeht und sagt, Jungs, nehmt das nicht auf die leichte Schulter, das wird ein ganz entscheidendes Spiel werden. Ne, auch für uns ein entscheidendes Spiel werden im weiteren Verlauf jetzt für die nächsten Wochen. Definitiv, aber du hast es sehr schön ausgedrückt. Ein leichtes Spiel werden? Ein seichtes Spiel? Ja, dass man das halt auf die leichte Schulter nehmen könnte. Genau, ne? Nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn sie da unten stehen. Genau. Die kämpfen, die ackern, die müssen da unten. Und so ist es in der zweiten Liga. Genau, die müssen punkten. Und ich sag mal, die haben auch namhafte Spieler. Keita Rühl, ja, Eswein im Sturm. Wobei Eswein, denke ich mal, wird auf der Bank sitzen. Ich denke, er wird Behrens bringen. Und dann hast du mit Diekmeyer auf rechts. Dann hast du Taffershofer in der Mitte. Biala, der eigentlich auch eine Spitze ist, auf der 10. Da wird wohl kommen. Ich weiß es nicht, aber ich mit Biala auch einen guten dort stehen. Aber der VfL hat halt schnelle junge Spieler. Auf jeden Fall. Wo du über die außen, ich weiß gar nicht, ist er wieder gesund, der Blum? Nein, der braucht noch ein bisschen. Die Pressekonferenz war ja noch nicht. Ne? Genau, wir wissen es. Aber wenn ich das von der letzten Pressekonferenz noch richtig im Kopf habe, meinte Thomas Reis, dass er 14 Tage, glaube ich, bräuchte. Und somit wird er halt jetzt ausfallen. Aber wir haben eine gute Kombi gefunden. Ach, Bockhorn hat das super gemacht auch. Er ist halt teilweise ein bisschen ballverliebt noch. Ne? Ja, aber wenn der Herbert sich ein bisschen schneller löst vom Ball, dann kann der Herbert auch mega geil punkten in diesem Spiel, weil es echt extrem schnell. Er ist richtig. Auch zweikampfstark, finde ich ihn auch. Ja, zusammen mit Holtmann. Genau. Ich hoffe, mit Holtmann. Zwei unheimlich schnelle Außen. Diekmeyer ist jetzt nicht mehr so der Schnellste. Ja? Und in der Abwehr, die spielen wahrscheinlich wieder, wie immer, 3-4-1-2 oder 3-5-2. Das heißt mit einer Dreierkette hinten. Und wie du es letzte Woche schon gesagt hast, über das kongeniale Defensiv-Duo, was wir gerade haben. Ja. Ja, er hatte recht. Zwei Tore hat er gemacht. Nochmal Glückwunsch. Wird er auf jeden Fall, der Tesche und der Zoller, die Bälle so schnell nach außen bringen, weil da sind die echt anfällig. Und wenn du die über außen bringst, umspielst du quasi die Dreierkette, weil die muss dann schieben rüber, dann kommt der Diago-Pass und dann hast du entweder Holtmann oder du hast den Herbert Bockhorn auf der anderen Seite, die Dinger reinbringen können. Genau. Und dann muss man halt wirklich aufpassen, dass es nicht ein Spielverlauf so werden könnte, wie es letzten Spieltag gegen St. Pauli und Hannover der Fall war. Ne? Dass du vielleicht früh schon selber im Rückstand gerätst, dann aber in der zweiten Halbzeit erst deine Qualitäten entdeckst und das 2-2 machst und in der letzten Minute quasi, in der letzten Sekunde, dann für den in dem Moment halt Underdog sozusagen im Spiel, dann das Gegentor und du noch kassierst und somit die Punkte verlierst. Ne? Also du musst wirklich von der ersten Sekunde an hellwach aufmerksam sein, deine Stärken wieder ausspielen, die Schnelligkeit. Und da bin ich guter Dinge, weil der VfL war in den letzten Spielen schon von Beginn an höchst konzentriert und hat versucht, sofort das Spiel, die Spielidee umzusetzen. Und wenn sie das auch wieder so gegen Sandhausen von der ersten Minute an zeigen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall erfolgreich den Spieltag bestreiten können. Wir haben ja auch ein super Beispiel dafür. Heidenheim war nicht da auf dem Platz, haben direkt 4-0 verloren in Sandhausen. Genau, Also ich sag mal, das ist eine unbequeme Mannschaft. Ja? Und wie du sagst, der VfL muss direkt da sein, der muss direkt die Qualitäten abrufen und dann da versuchen, auch schnellstmöglich die Tore zu machen, damit es früh entschieden ist. Ich will nicht sagen, früh entschieden ist, verzeiht mir bitte, aber damit wir VfL-Fans auch in der Gemeinschaft ein bisschen ruhiger gucken können. Genau. Weil es ist trotzdem, obwohl sie souverän spielen und du immer mit einem Tor rechnest,
Ja, so ein 1-0 oder so ein 2-0 und dann kommt so ein 2-1, dann kommt so ein Wackler und war nicht mehr so häufig in letzter Zeit. Aber wir kennen das aus der Vergangenheit halt, wir VfL sind... Die gezeichneten Fans. Narben. Gezeichnete Narben. Gebranntes Kind, würde ich jetzt sagen. Aber gezeichnete Narben ist auch geil. Ist beides eigentlich das Gleiche. Genau. können halt ein Lied von singen. Und ich glaube einfach auch, dass wir nach meinem Gefühl 3 Punkte holen. Ich hoffe es natürlich auch wieder und bin auch davon überzeugt, wenn die Mannschaft es so weiterziehen wird wie bisher, genau, dann wird das gegen Sandhausen hoffentlich erfolgreich spielen. Hast du noch irgendwas zu sagen zu der Aufstellung? Also ich würde sagen, dass Herbert wieder spielen sollte. Nichts zu ändern. So meiner Meinung. Da gibt es nichts zu ändern an der Aufstellung. Natürlich weiß ich, was du jetzt wieder sagen möchtest, dass Amel Bella-Kotschap vielleicht immer noch so ein leichter Unsicherheitsfaktor ist. Ne? Ich sehe es natürlich auch so, weil er hat halt immer im Spiel seine Momente, die sind stark. Da siehst du auch, was er Qualität hat und dass es eindeutig auch ein Talent ist, der auch später wirklich ein ganz, ganz erfolgreicher Innenverteidiger werden wird, wenn er an sich weiterhin arbeitet. Aber du erkennst leider auch in entscheidenden Situationen, dass er einfach, ich weiß nicht, es fehlt halt in diesen entscheidenden Aktionen, wenn ich halt so Situationen im Kopf habe, wie gegen Regensburg, wo er eigentlich einen unnötigen Fehler macht, indem er halt den Ball nicht richtig trifft oder einfach zu unkonzentriert agiert und somit halt der Konter dann fährt, also die gegnerische Mannschaft den Konter fährt, sind es natürlich so, dass diese Ereignisse überwiegen als teilweise manchmal die guten Leistungen, weil du denkst dann, wäre es ein anderer Stürmer gewesen, eine andere Mannschaft, dann hätten sie diese Chance genutzt und dann hätten wir ein ganz anderes Spiel verloren. Hast du ja wieder gegen Nürnberg gespielt. Er geht mit dem Ball nach vorne über rechts, ja, und will dann den Ball kurz in die Mitte zu Losilla stecken. Und spielt den Ball, der Gegner steht auch da, anstatt sich hier gerade ausspielen, weil Gamboa war blank in dem Moment, spielt ihm auf Gamboa und der kann wieder zurück zum Torwart spielen. Nein, da versuche ich den Schlenzer um den Spieler drumherum, ja, dadurch kommt natürlich dann der Konter zustande. Ja. Ja, er hat halt diese Aussätze, bin ich komplett bei dir, aber das sage ich auch immer wieder. Entschuldigung, du hast immer das Problem, du hast keine Alternative. Den Dekani, auch wenn er fit ist, würde ich jetzt nicht von Anfang an bringen. Ich würde auch mit ABK spielen, ja. Aber im Zuge des Spielers Saulo Dekani würde ich ihn auch mal bringen Mitte der zweiten Halbzeit oder zur Halbzeit, je nachdem wie der Spielverlauf ist, um da auch wieder diese Wettkampfpraxis reinzukriegen. Ja. ABK, ja, mega Potenzial. Ich habe nur immer Angst, dass er uns irgendwann mal Punkte kosten könnte, die in entscheidenden Momenten, an entscheidenden Spieltagen. Und das wirst du halt nicht kontrollieren können. Genau. Das kannst du halt auch als Trainer nicht kontrollieren, weil du hast halt nur das, was du ihm mit an die Hand geben kannst. Junge, ja, sei konzentriert, spiel vielleicht lieber mal einen Ball mehr nach hinten oder guck, dass du die Mitspieler nutzt, die um dich herum frei sind. Oder schlag ihn einfach weg. Ne? Aber der Spieler entscheidet im Spiel dann für sich, was er für Entscheidungen trifft. Das ist halt situationsbedingt. Ne? Ich meine, wir waren alle mal Fußballer. Also in dem Moment denkst du vielleicht auch ganz anders. Du hast schon quasi den nächsten oder übernächsten Anspieler im Kopf und das willst du dann auch durchbringen, ohne den Kopf hochzuheben und dann nochmal zu gucken, ganz genau, da ist ein anderer, der besser postiert ist, also muss ich ihn umlegen. Also solche Dinge. Das sind Situationsentscheidungen, du musst sie entscheiden und die Mannschaft muss sie tragen, egal wie die Entscheidung ist, ob gut oder auch schlecht. Ganz genau. Ja, und das finde ich gut, was der VfL gerade macht, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Sie sind zu einer Mannschaft gereift, der Mannschaftsgeist ist da, jeder kämpft für jeden. Und jeder versucht, das Beste für die Mannschaft zu geben. Und genau das, was du auch gerade gesagt hattest, dass man halt diese schnellen Entscheidungen treffen muss. Ich meine, kenne ich auch selber. Ich war auch mal eine Zeit lang Fußballspieler, auch wenn meine Karriere nicht ganz so glorreich war. Aber trotzdem kennt man halt diese Momente. Ja. Und es ist natürlich ganz einfach, als Außenstehender zu sagen, das hättest du besser machen können, das wäre vielleicht noch deine Chance gewesen, da was zu machen. Aber in dieser Situation selber drin zu stecken und selber diese Entscheidung innerhalb von Millisekunden, Bruchteilen einer Sekunde entscheiden zu müssen, was du mit dem Ball jetzt anfängst, ist natürlich schon immer wieder eine andere Sache. Von außen gesehen kannst du immer sagen, der war zu langsam, der hätte noch mal ein paar Meter mehr laufen können, warum hast du den nicht reingemacht? Ja. Aber hast du super erkannt. Du hast es damals nicht so umgesetzt, weil sonst wäre was aus dir geworden. Schande über mein Haupt. Nein. Lass uns festhalten, gleiche Aufstellung wie letzte Woche. Da brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Oder sollen wir für die Fans, die unseren Kanal noch nicht ganz so häufig sehen oder den VfL nicht ganz so begleiten, nochmal nennen? Och, also wir können ja einfach durchgehen. Riemann auf der linken Seite, Soares, dann in der Mitte spielen dann halt Leitsch und Amel Bella-Kotschap, auf der rechten Seite Gamboa. Auf der defensiven Mitte wird spielen Losilla und Tesche,
auf den beiden Außen werden spielen Bockhorn und Holtmann. Genau, dann die 10, sozusagen unser Robert Juul. Der Robby! Genau, und vorne ganz im Mittelsturm der Simon Zoller. Genau, so werden sie auflaufen, davon gehen wir einfach mal ganz fest aus. Und eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Ich hätte vielleicht wirklich noch ein Fußballtalent werden können, wenn der Trainer besser gewesen wäre. Weil der hat mir nämlich das Fußballspielen versaut. Wenn er mein Trainer gewesen wäre, dann wäre ich ein Star geworden. Ja, ja. Höchstwahrscheinlich. War nicht ganz unerfolgt. Ja, aber egal. Viele, jetzt reden wir was vom hast du mit deinen Mannschaften? Da wissen wir auch noch. Was hast du mit deinen Mannschaften so erreicht? Kannst du ja auch mal unseren Followern sagen. Also ich bin mit verschiedenen Mannschaften mehrfach aufgestiegen. Ja. Von C in B, von B in A, Bezirksliga habe ich trainiert. Also, aber ihr seht, es ist auf jeden Fall das Trainergehen, es steckt auch in ihm drin. Definitiv, ja. Definitiv. Und ich kann es immer wieder nur sagen, junge Menschen fordert oder fördert junge Menschen, junge Talente, junge Spieler in allen unseren Amateurclubs, das ist extrem wichtig. Und die Kinder kommen von der Straße, machen keinen Blödsinn. Engagiert euch, macht es, auch wenn ihr das ohne Geld macht, macht es ehrenamtlich, es ist extrem wichtig. Unterstützt unsere Amateurclubs, die Kinder dort müssen von der Straße und brauchen ja Ziele. Sie müssen sich auch, ist auch ein Teil der Erziehung. Und ich würde sagen, bei so kleinen Kindern. In diesem Sinne. Ein sehr schönes Schlusswort. Boah, ich habe mir auch ziemlich einen rausgeleiert gerade. Auf 3 Punkte des VfL. Genau, auf 3 Punkte. Wir sehen uns spätestens nächste Woche. Bis dann. Auf den Sieg und die Herbstmeisterschaft. Die Herbstmeisterschaft. Genau, nicht vergessen natürlich hier, ne? Und. Genau. Abo, und Glocke, Däumchen. Alles! Und. Genau, danke. Herbstmeister können wir werden. Spinner. Mach es aus. Jung, mach es aus. Jetzt reicht es. Klappe.